Hallöchen und herzlich willkommen zurück zur vierten Folge Minecraft Natur. Und ja, in den letzten Folgen hat es ja immer mal so ein bisschen geruckelt, ne? Und ich habe versucht, das Ganze zu begradigen. Unter den Versuchen sind wir dazu gekommen, dass wir eine Bienenkönigin haben. Ansonsten hat sich, glaube ich, nicht allzu viel verändert. Wir können erstmal schlafen gehen und wir werden definitiv das Skeletthaus bauen. Das werden wir auch mal jetzt gleich in Angriff nehmen. Melone! Yay, Melone! So, vielleicht sollten wir hier mal... Ja, so, auf jeden Fall haben wir, ich habe ja vorgewarnt, haben wir auch einen Haufen Tiere, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben und die auch wirklich anders und ganz süß sind. Die werden wir uns auch mal angucken gehen. Aber als allererstes würde ich sagen, besorgen wir uns mal ein bisschen Sand. Oder erstmal eine Schaufel. Ja, erstmal eine Schaufel. So, Schaufel. Tschupp. Sollte reichen, weil wir brauchen den Sand, damit wir das Skeletthaus dann da mal beginnen können. Und wir müssen mal gucken, wo wir hier Sand haben. Ich möchte mir mal angewöhnen, nicht so viel rumzusprinten. Das kostet Essen und das ist ein bisschen Hektik und weiß ich nicht. Ich möchte mir angewöhnen, nicht mehr so viel rumzusprinten. Ist das eine Kuh oder ein Bulle? Ich glaube eine Kuh, ne? Weil wir haben jetzt bei den Tieren auch so, dass es wirklich Männlein, Weiblein gibt, dass die Tiere trächtig sind. Also die werden nicht einfach direkt ein Kind schmeißen, wenn wir die gefüttert haben. Wir müssen die gar nicht mehr füttern. Guck mal hier. Oh, wie süß! Oh, wie süß! Eine Kuh. Und hier haben wir auch eine Kuh, kein Bullen. Den Bullen erkennen wir daran, dass er richtig große Hörner hat. Und vor allem, der Bulle ist auch nicht immer nett zu uns. Aber gut. Ja, das ist ja cool. Ja. Und wir müssen auch aufpassen, die können nämlich unsere Felder fressen. Also wenn die kommen und an unsere Felder gehen, dann fressen die auf. Das ist natürlich nicht so geil, aber es ist halt realistisch. Ja. Eine kleine Insel. Okay, ich dachte, es wäre es irgendwas. Sah so ein bisschen so aus. So. Dann buddeln wir mal hier mal tiefer. Dann müssen wir ein bisschen Sand mitnehmen. Aber dann können wir das ja mit Erde wieder auffüllen, glaube ich. Ja, ich glaube, wir können das mit Erde wieder auffüllen. Zumindest die Decke, damit wir hier nicht so ein Loch haben. Ich glaube, das reicht auch schon, aber... Ja, komm, wir nehmen mal noch eine Schicht mit. Kann nicht schaden. Jetzt haben wir die Schaufel. Und für was brauchen wir die Schaufel auch sonst noch? Ja. Dann hier nochmal. Das Problem mit dem Ruckeln war immer, da ich ja über die CPU aufnehme, war, glaube ich, in dem Moment, wo neue Chunks geladen wurden, dass dann im Prinzip die CPU zu viel durcheinander machen musste. Also, weißt du, so Chunks laden, Video rendern, dies, jenes, bla. Ich glaube, es war einfach zu viel. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Hallo, Birdie. Cool, eine Eule. Guck mal, eine Eule. Wir haben sie endlich gesehen. Wir haben sie die Nacht über gehört. Jetzt haben wir sie gesehen. Wo fliegt die hin? Ich möchte ein Thumbnail mit der Eule. Ja, warte, warte, warte. Leise pirschte er sich an. Eule! Das sieht ja cool aus. Ah, hier können wieder Beeren klauen, ne? Blaue Beeren. Auch sehr cool. Also es gibt einfach so viele Sachen. Ich habe auch schon wieder Mods hinzugefügt. Also das hier wird so ein richtiges Mod-Feuerwerk. Ich habe auch ganz oft gelesen, dass man wissen möchte, welche Mods das sind. Und ich habe mir überlegt, da vielleicht irgendwann in Zukunft mal ein extra Video zu machen, weil es ist schon ein bisschen was ich selber gemacht habe. Ein bisschen was ich übernommen habe und das irgendwie so in den Kommentaren zu erklären, wäre, glaube ich, schon ein bisschen blöd. Deswegen sollten wir da vielleicht ein extra Video zu machen. So, hier, hauen wir das schon mal da rein. Dann kann man das auch einfacher nachvollziehen. Ich habe nur noch keine Ahnung, was. Also bitte nicht böse sein, wenn das noch dauert. Aber wir haben den großen Vorteil, ich kann ja jetzt mit dem neuen Rechner und mit neuen Programmen kann ich jetzt wesentlich schneller und effizienter arbeiten. Das ist schon mal ganz gut, weil uns das sehr viel Zeit wegnimmt, Qualität steigert und wir uns dann auch auf andere Sachen konzentrieren können.
Ich überlege gerade, wie wir das hier am besten machen. Also hier können wir auf jeden Fall mal anfangen. So. Na, hier so eine kleine. Ja, wir müssen das ja schon innen lassen, ne? Also hier müsste ein Glas hin, da müsste ein Glas hin. Oder hier oben und an der Seite. Ich bin mir noch nicht sicher, ob innen oder außen. I don't know. Wir werden auf jeden Fall in der Mitte schon mal ein bisschen graben. So. Das machen wir auf jeden Fall. Während es so laut. Oder, nee, ich bilde mir das, glaube ich, nur ein. Während das Glas oder der Sand da am Brutzeln ist, machen wir das hier schon mal. Und ich hatte noch eine richtig coole Überlegung. Und zwar haben wir ja hier hinten den Riesen hier. Den da. Ne? Und den könnten, da könnten wir wirklich eine Stadt reinzimmern. Also das Ding von außen soll das so bleiben. Von innen können wir da eine ganze Stadt reinzimmern. Und da wir ja auch NPCs haben, können wir da wirklich eine florierende Stadt bauen. Aber ich will nicht wieder zu viele Projekte ansetzen, eins nach dem anderen. Wir wollen ja nicht wieder irgendwie 20 Sachen geplant sind und dann werden 10 angefangen und nichts wird's fertig. Eins nach dem anderen. So, jetzt können wir den hier mal wegmachen, hauen dann noch einen Ofen hin. Und wir müssen natürlich vor Otto müssen wir auch noch die Äpfel besorgen. Ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass, warte mal, wir nehmen hier mal die Hälfte raus. So. Dass wenn man ein Eichensetzling und ein Apfel zusammentut, dass man da eventuell einen Apfelbaum rausbekommt. Ich habe es ausprobiert, es ist leider nicht so. Ich fände es cool, wenn es so wäre. Ich habe keine Ahnung, welche Mod das ist. Aber gut, das. Ja. Ich finde es geil, dass die Blätter jetzt so instant decayen. Also wirklich so, pass mal auf. Hier ist jetzt ein bisschen blöd. Vielleicht machen wir hier auch mal zu, damit wir hier nicht durchfallen. Hier können wir ja noch lassen, aber da ist dann echt schon ein bisschen blöd. Oder hier. So, erstmal kurz geruckelt. Mal flupp. Sobald kein Holz mehr an dem Blatt ist, zack, weg. Nein! Nein! Oh Mann. Also müssen wir hier runter, okay. Flupp. Warte, das hier auch noch. Sehr schön. Okidok. Die Löcher schließen wir. Ich wollte gerade sagen, habe ich doch richtig gesehen. Lars, du nimmst ja immer noch die Holzaxt. Ja, wir wollen ja erstmal alles. Yay, ein Apfel. Warte, den muss ich mitnehmen. Schmeiß das mal weg, das brauchen wir nicht. Wenn wir jetzt mal gucken, hier Quest. Otto hat Hunger. 4 von 10 Äpfel. Wieso habe ich denn 4 von 10? Ich habe nur einen. Hä? Es könnte natürlich sein, dass ich beim Rumprobieren aus Versehen Äpfel aufgehoben habe. Hab die wieder weggeschmissen, weil es zählt ja nicht. Wir hatten ja de facto keine Äpfel. Und er hat die trotzdem gezählt. Naja, wir sammeln mal 10 Stück. Nicht, dass wir es nachher irgendwie fälschlicherweise abgeben können oder so. Flupp, siehst du, das despawnt direkt. Ich finde es super, weil das dauert dann nicht mehr so lange. Und man muss da ewig warten oder so. Finde ich sehr gut. So, gleich sind wir die Holzachse auch los. Dann kann man aufhören mit dem Gemecker. Auch so typisch deutsch. Wenn nicht alles korrekt nach Norm und Formular A38 ist, dann ist das vollkommen falsch. Typisch. Typisch deutsch. So, yeah! Ich glaube, das reicht erstmal so mit dem Melon, ne? Cool, was ist denn hier gewachsen? Kann ich das schon irgendwie. Nee? Nein. Ich wollte da nichts drauf bauen. Wie weit ist denn das Glas? Noch nicht ganz fertig, noch nicht ganz fertig. Das braucht noch ein bisschen, aber wir können uns vielleicht schon mal hier wieder was reinschmeißen, damit wir da ein bisschen Platz bekommen. Oh, war ja, geht schon wieder los. Aber man hat auch so viel Kram. Das ist unfassbar. Die Sonne geht schon wieder unter. Mann, geht das schnell. So, wir haben jetzt einen Apfel. Hier, Apfel, Setzling. Funktioniert nicht. In den Kommentaren stand, man könnte eventuell einen Apfelbaum-Setzling machen, dass es Mods gibt, wo das so ist, aber leider ist es hier nicht so. Was ich aber gucken möchte, ist, wir haben eine Bienenkönigin. Ich möchte mal gerade gucken. Bienenstock, ja, den habe ich kaputt gemacht mit der Axt.
Ein Bienenhaus. Oh. Rahmen, Holz. Und was kann ich mit dem Bienenhaus machen? Kann ich da dann die Biene reintun? Oder die Bienenkönigin? Eine Larve und Königinnen Futtersaft führt zu einer Bienenkönigin. Okay. Eine Biene. Bienenhaus. Das ist jetzt ein... Ach, das ist Palms Harvestcraft und das ist Rustic, aber funktioniert das trotzdem? Mal gerade gucken, was haben wir hier? Oak Planks, Cinnamon Wood, Ashen Wood, Blazing Wood, Black Curry, Brazilian Pine, what? Warte mal, ich will mal gerade... Nochmal, warte, wo war das jetzt hier? Hier unten waren Holzstämme und hier waren normale Planks, ne? Also so... Ich muss erst normales Holz machen. Ich dachte, ich hätte noch normales Holz. So. Zack, zack, zack. Und zack. Yeah, Bienenhaus. Cool, wir haben ein Bienenhaus. Was kann ich denn damit machen? Also da kann ich schon mal keine Bienenkönigin rein. Vielleicht eine normale Biene. Aber wo kriege ich denn... Ja, stimmt, das ist von Rustic eine normale Biene. Aber wo kriege ich denn die normale Biene her? Ein Bienenstock? Beim Bienenstock kriege ich auch kein Rezept angezeigt. Sehr merkwürdig. Okay, das ist ein bisschen komisch. Aber wir gehen gerade mal schlafen. Dann ist das Glas fertig und dann können wir schon mal anfangen, unter das Skelett ein bisschen zu arbeiten. Ah, sehr schön. Ach ja. So. Ja. Nein. Fängt das schon gut an. Oh, wieder eine Melone. Sehr schön. So, Skeletti. Dann bauen wir mal ein Haus unter das Skelett. Okay. Ich glaube, Höhlensound. Ich meine, hier sind ja auch viele Höhlen. Haben wir ja schon festgestellt. Wir haben ja auch einen Monster-Spawner direkt bei uns. Wo ist denn diese Biene? Ich will die Biene fangen. Ich brauche eine Biene. Aber das können wir so lassen. Dann würde ich eventuell hier... Ne, hier soll man ja reinkommen, ne? Hier und da soll man reinkommen. Das heißt, hier müssen wir anfangen. So. So. Ja, mal. Stimmt ja nicht mit den Bienen hier. So finde ich okay. Hier dann auch nochmal. Also 1, 2. 1, 2, so. Hier wird es jetzt schon ein bisschen kniffliger. Wobei, wir können das ja, damit das Haus gleichmäßig bleibt, können wir ja so machen. So. Also hier wirklich einfach so. Hier geht es ja noch höher, ne? Vielleicht machen wir hier dann so. Oh mein Gott, das wird nicht reichen, das Glas. Ja, ist doch gut. Meine Güte. Wir machen aber auch einen Krach. So. Oh Gott, das wird im Leben nicht reichen. Au. Warte mal, wie habe ich das denn hier? Also hier habe ich dann wirklich da lang gemacht, ne? Also so. So. Ba, ba, ba. Da, 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 da. So, hier nochmal. Ich muss gerade mich so ein bisschen konzentrieren, ne? Damit das hier auch alles funktioniert. Boah, ja, die Vögel, ey, die machen einen Krach. Das ist der Wahnsinn. Aua. Vielleicht muss ich die mal ein bisschen leiser machen. Die sind echt arg laut. Das hat echt nicht gereicht, ne? Ich meine, wir haben hier, guck mal. Schon geil, unter so einem Skelett zu hausen, aber... Hat nicht gereicht, verdammt. Wir brauchen noch ein bisschen Sand. Achso, ich wollte nicht mehr so viel rennen. Das. Ganz ruhig.
Okay. Haben wir irgendwo hier noch Sand oder müssen wir... Ach, guck mal, hier. Hier blubbert's. So. Wir befinden uns ja in der 1.12, ne? Das heißt, hier wird es noch nicht nach oben getrieben. Aber das sollte ja auch schon reichen eigentlich. So viel brauchen wir gar nicht. So. Okay. Guck mal, eine Ziege! Ziege? Ziege, ne? Oder Schaf? Ach, du bist aber süß. Warte, ich mach mal eine Schere. Vielleicht kann ich die ja scheren. Einmal ab nach Hause. Oh, voll süß. Diese ganzen Tiere. Oh, es ist so mega süß gemacht. Und es ist diesmal nicht die Mo Creatures Mod. Es ist die Animania Mod. Weil ich wollte... Die Mo Creatures hat ja auch so Fantasy-Fabelwesen. Die wollte ich eben nicht. Und deswegen... habe ich mich dafür entschieden. Aber was wollte ich jetzt genau tun? Achso, ich wollte noch ein bisschen Glas da reinknallen und eine Schere machen. Mann, jetzt habe ich Schluck auf. So, Schere. Wunderbar. So, gehen wir mal gerade gucken. Ach warte, Türen brauchen wir auch noch. Brauchen wir auch noch Türen für das Skeletthaus. Die können wir auch mal direkt mitnehmen. Was? Ja, ich sag ja nichts. Können wir eigentlich irgendwas mit Melone machen? Warte, ich will mal gerade gucken. Ob wir vielleicht ein besseres Rezept schon mit Melone machen können. Wir können hier Sandwich mit Melonenmarmelade machen. Ach du Kacke. Melonensaft können wir machen. Guck mal, der bringt schon mehr als Melone. Ne? Zuckermelone? Ich glaube, die muss man so finden. Ein Melonen-Smoothie, wie geht der denn? Dafür brauchen wir einen Entsafter, einen Schneeball oder wir brauchen eine Flasche voll Olivenöl und Melonen-Smoothie für... Ach nee, mit Olivenöl geölt. Klingt irgendwie nicht mehr. Okay. Schneeball brauchen wir für einen Smoothie, okay. Melonensaft, da brauchen wir zwei Melonen und einen Entsafter. Und den Entsafter machen wir aus einem Block und einer Druckplatte. Pass auf, dann machen wir das doch jetzt mal gerade. Stein... Nee, ich brauche eine Druckplatte. Ach so, dafür muss... Ach ja, 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 ja. Warte mal, wir machen mal 1, 2, 3 da rein. Oder nur 2 hätten auch gereicht. Dann warten wir mal kurz und gucken mal. Yeah, ich habe einen Bienenstock. Und die Eule war ja voll cool. Also die Eule fand ich echt mega gut. War richtig, richtig süß irgendwie. Also voll schnuckelig. Allgemein ist das hier einfach... Es sieht einfach so schön aus. Also ich könnte hier einfach stundenlang rumstehen... Und das ist auch mal so, wenn ich fertig bin mit dem Aufnehmen, dann will ich am liebsten immer sofort weiterspielen, aber... Ja, ich muss ja auch eine andere Sache machen. Das ist dann immer so... Oh. So, Druckplatte und... Muss das ein geschisselter Stein sein? Nee, Entsafter. Juhu! So, und dann ein Entsafter und zwei Melonenstücke gibt... Melonensaft. Ach, der Entsafter bleibt. Geilo! Kann man den Melonensaft denn stacken? Mega. Das heißt, das bringt schon mal eine ganze Ecke mehr als das. Aber warte, wir haben ja auch noch... Wir wollen nicht gleich alles verbraten. Wir wollen mal gucken, ob wir eventuell noch... Melonenmarmelade? Dafür... Boah, brauchen wir Honig oder Zucker. Und wir brauchen ein... Eine Kasserolle. Okay, was auch immer das ist. Ein Ziegel und ein Stock. Okay. Naja, auf jeden Fall haben wir schon mal Melonensaft. Das ist schon mal gut. Das bringt uns doch schon mal eine ganze Ecke weiter. Machen wir jetzt einfach mal so, weil wir haben ja Melonen angepflanzt. Ist ja okay. Den Entsafter packen wir mal hier rein. Und jetzt können wir... Das bringt auch noch Schnelligkeit? Hä? Okay. Das ist ja cool. Vor allem können wir das auch über unseren Hunger hinaus süffeln, ne? Also wir können damit diese gelbe Bar voll machen. Das ist ja schon ganz cool. Ach so, ich wollte auch das Glas mitnehmen. Ich bin ja auch ein Honk, eh. Oh. So. Okay, aber das ist schon cool. Das ist echt schon cool, dass es auch noch Schnelligkeit bringt. Ich brauche eine Biene. Okay, pass auf. Ich würde sagen, für diese Folge machen wir heute Schluss. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sag vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein und in der nächsten Folge ziehen wir vielleicht schon ins Skeletthaus. Wir müssen mal gucken. Aber bis dahin, ciao mit V.